Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Heute spielen wir das erste Mal die Dota Underlords Beta. Die ist jetzt rausgekommen. Das Spiel funktioniert wie Dota Auto Chess, wie Auto Chess Mobile, wie Arena of Evolution. Es ist ein Auto Chess Spiel. Wir schauen uns das jetzt an und gucken, was das Ganze so kann. Helden nach Stufe. Ihr seht, erste Stufe, das sind die Helden aus dem Dota Universum. Anti-Mage. Dann haben wir Bounty Hunter. Kleine nennt er sich hier. Tiny nennt er sich im Englischen. Und ihr seht, es sind ganz schön viele dabei. Und es ist quasi der Start, glaube ich, wie bei der Dota Auto Chess Mod. Also, das sind die fünf Standardhelden gewesen. Die Gods sind noch nicht dabei. Also, das ist so der Entwicklungsstand von relativ am Anfang. Allianzen, okay, das sind quasi Rassen und Klassen. Also, Sine, blutgebunden, Dämon, Demon und Gegenstände. Ja, da gibt es auch ähnliche. Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir suchen ein Spiel. Modus wählen. Wie möchtest du spielen? Mehr Spieler. Ja. Warten auf Spieler. Wir schauen mal, wann wir ein Spiel finden werden. Und das ging doch relativ schnell. Wir spielen hier gegen sieben andere Spieler. Sprich, alles wie gehabt. Und jetzt aber in der eigenen Dota-Version. Also das ist kein Mod mehr. Wenn das die Variante ist vom Anfang, dann würde ich sogar sagen, wir gehen auf. Oh. Es ist vom Platzieren her so gut. Aber wie kriege ich das ausgeblendet? Ah, auf das X, okay. Oh, das ist vom Spielen her sehr, sehr direkt gesteuert. Was ich sagen wollte, wenn es ist wie am Anfang, dann sollten wir Kriegerklasse nehmen. Die waren am Anfang sehr, sehr gut. Warm-up-Runde, also es ist von der Animation her auf jeden Fall, sieht man, dass es keine Mod ist. Sie haben da halt auch viel mehr Möglichkeiten. Drei Krieger erhalten plus 10 Rüstung, sechs Krieger plus 15 und neun Krieger plus 25. Man sieht hier die Kills, Rüstung, Siegesserie, Killserie, das ist natürlich insane. Ja. Runde 1 warten, 4, dann sind die Gegner abgeschlossen. Wir können auch die Felder anschauen. Shit, shit, shit. Lebensstein, instabiler Reaktor, er verbündet Erfinder, explodiert nach dem Toten, verursacht 20.000 Schaden. Ja, das Item jetzt bekommen. Wir haben hier noch einen Warrior. Wir haben zweimal Kopfgeldjäger. Wir nehmen den Warrior mal mit. Oh, der Hexenmeister kostete sonst, glaube ich, mehr. Das Item haben wir jetzt auch. Und das geben wir ihm mal mit, dem Tusker. Hat jetzt noch mehr Leben, ist noch tankiger. Wir haben noch keinen Warrior-Bonus. Elementar, genau. Da müssten wir noch einen Razor für haben. Den können wir auch tatsächlich mitnehmen. Was hat der jetzt? Hexenmeister, ja. Lebensraub. Boah, wenn eine blutgebundene Einheit stirbt, erhalten alle anderen Einheiten für den Rest des Kampfes plus 100 Angriffsschaden. Das hört sich neu für mich an. Die Runde bis jetzt gar kein Problem. Ihr seht die Kills 5 von 5 bei Stoßzahn. Okay, da sind die deutschen Namen gar nicht schlimm. Wir bekommen noch ein Item. Neutrale Runden bieten einen weiteren Gegenstand zur Auswahl. Wir nehmen mal das mit. Das hört sich besser an, als wenn wir jetzt ab sofort immer noch einen Gegenstand kriegen, dann sollten wir das auch nutzen. Hexendoktor, ah, da ist jetzt nichts dabei für uns. Wir haben da einen Bonus, tun den Tiny runter und verkaufen den wieder. Wir haben jetzt hier den Troll-Bonus, schätze ich mal. Genau, Angriffstempo bei den Trollen erhöht. Ein Gang höher, Beuterund. Okay, das ist jetzt nochmal gegen Creeps. Also es sieht schon genial aus, aber ich kann halt nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Kann nicht hier irgendwie ranzoomen und so. Das kann sein, dass das irgendwann noch geht. Da kommen die Ultis. Ja, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Bin mal gespannt, welche Position wir nachher erreichen werden. Warum kam der wieder? Aber die Runde zu Ende war. Ich dachte gerade schon, hü. So, seltsames Bettgenossen erhalten 30 mal einen reinen Schaden für jeden einzigen verbündeten Dämoneneinheit. Okay, Umhang 15. Wir haben nichts soweit dabei. Wir nehmen mal den. Können noch eine Einheit, glaube ich, draufstellen, oder? Nee.
Okay, jetzt spielen wir gegen einen echten Gegner. Ein bisschen ungewohnt noch von der Steuerung her. Tatsächlich. Gegner hat den gleiche Einheit drauf gehabt, wie wir sie hinten hatten, und das verlieren wir tatsächlich. Er hat aber auch schon. Okay, ist einer. Der hat Slada als Warrior-Einheit. Da haben wir verloren. Wir kriegen Schaden. Zwei Schaden fallen dadurch im Ranking. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, ein bisschen die Idee geklaut und so, und die Einheiten ist es natürlich, weil das andere eine Mod war. Aber das hier ist das Original jetzt, denke ich mal. Ich würde auch fast sagen, dass die PC-Mod eventuell dann irgendwann deaktiviert werden könnte. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Okay. Wir ändern jetzt eventuell unseren Plan. Oh, ich wollte noch ein Level-Up machen, dass wir eine Einheit mehr drauf bekommen. So ist jetzt die Lina zurückgekommen. War noch Lina, Luna, genau. Lina war die andere. So, können wir das vielleicht schaffen? Ich glaube nicht. Die sind zu stark. Ja, gerade der Venomancer, holy shit. Nicht so gut. Vier Schaden kassiert. Aber wir warten mal ab. Wir machen jetzt mal so ein bisschen abhängig von dem, was wir jetzt hier als Roll bekommen. Auch das Item, was wir geben müssen. Und fünf warten. Einer kämpft noch da, der kämpft noch. Na, ist jetzt vorbei, der hat auch ein Item drauf. Zurück auf mein Board. Runde 6. Okay. Heißt, es gibt. Ah, doch, das war Autocombine, war an. Die Erfahrungspunkte bekommt man hier mit Brauch auch definitiv weniger als bei dem anderen Spiel. Ah, für die Ulti. Ich weiß jetzt nicht, wem man das geben soll, dass er schneller die Ulti kriegt. Wir haben halt noch keinen so richtig, den wir dafür brauchen. Ihr seht, jetzt haben wir hier Night Bonus. Sehe ich irgendwo meine aktuellen Boni? Ne, die sehen wir, glaube ich, nicht. Finde sie so gerade nicht. Das ist der DPS. Ah, perfekt. Und das ist quasi die Boni, die wir haben. Roll haben wir 3 von 4, aber eine Stufe schon. Ritter, genau. Knights haben wir Stufe 2. Ihr seht, da fehlt von Dings noch was. Von den Warriors. Damit wir mehr Panzerung bekommen. Okay. Sieht erstmal nicht schlecht aus. Wir haben eine Runde gewonnen. Jetzt stehen wir auch gar nicht schlecht. Dann schauen wir mal, ob wir eher auf die Ritter gehen oder tatsächlich auf die Warrior. Schamane. Die Einheit war bei Dings definitiv auch nicht dabei, aber wir haben ja Abaddon mit. Ja, okay. Ich glaube, jetzt haben wir uns fast entschieden. Gehen wir eventuell noch auf die Dragons dabei, falls es Dragon Knight hierbei gibt. Könnte das Sinn machen, denn. Dann haben sie. Das ist vergleichbar wie bei Arena of Evolution mit den Pandas, denn dann haben sie die Ulti direkt ready. Hauen sie direkt mal drauf. So, der Gegner hier, ja, Chaos Ritter, Chaos Knight. Oh, das sieht nicht so gut aus. Haben das Gift von der Viper. Er macht halt hier super viel Schaden. Da bist du jetzt bei DPS. Die Luna müsste mit dabei sein. Oh, okay. Wir haben auch gewonnen. Das ist das, was zählt. Oh, da sieht doch direkt den DPS in der Runde vom Gegner. Das ist nicht schlecht. Ich weiß immer noch nicht, auf was wir hier gehen sollen bei dem. Jetzt bekommen wir, okay, wir bekommen sie und wir bekommen ihn. Jetzt hätten wir hier noch einen Krieger. Nee, machen wir nicht. Ich würde sagen, wir trennen uns auch von dem Traum. Wir hätten so keinen Bonus mehr. Stellen ihn erstmal wieder runter. Könnten einen Troll runterstellen, hier den einer. Damit wir hätten einen Tank noch mehr dabei. Oh, er hat jetzt auch viele 2er-Einheiten. Morphling, Axe, Beastmaster. Vielleicht schaffen wir das trotzdem. Oh, die Ulti von dem Morphling war natürlich insane gut. Oh, die heilt sich ja. Hier kam nicht erst gestunt. Das schaffen wir. Sehr, sehr schön. Oh, da kam die Ulti nochmal fast verschätzt.
Aber sieht schon sehr, sehr gut aus. Man sieht, dass es in sich gut abgeschlossenes Spiel ist, würde ich mal so sagen. Vor allem jetzt die Beta und die funktioniert schon so gut. Es wird sicherlich noch Bugs geben. Ja, ihr seht hier, wie viel Gold wir bekommen. Immunjäger, den könnten wir sogar auch mitnehmen als Damage-Dealer. Zweimal. Ich war zu langsam wieder. Ich muss mit der Steuerung noch wieder klarkommen. Ich hatte gerade Level abgemacht. Ich glaube, wir sind doch Level abgekommen. Ja, wir hätten eine Einheit mehr drauf haben können. Und da hat er ihn. Holy shit, aber auch auf einem Stern erst. Ich glaube, das schaffen wir. Wir stellen ihn gleich mal mit drauf und dann den Abaddon anstatt unserem Shadow Shaman. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Taktik sein. So ein bisschen hier auf ihn als Damage-Dealer. Das mit Tank dabei. Was haben wir denn bekommen? Wir haben nichts bekommen. Haben wir gelockt? Können wir überhaupt locken? Ja, links da. Oh, hier sieht man tatsächlich auch. Dragon Knight. Drachen. Irgendwas. Drachenkönig. Drachenritter oder so. Wollen wir die Fledermaus. Drachenritter. Perfekt. Wollte ich gerade nochmal schauen, ob es den gibt. Schauklinge haben wir. Den haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir die erste Pause. Ah, gegen die Creeps. Wir können jetzt sogar ihm das Item geben. Okay, können wir nicht während der Runde machen. Das ist okay. Aber die Creeps besiegen wir. Das ist sehr, sehr gut. Und ich finde das mit den Items, dass man sie auswählen kann, auch gar nicht schlecht. Denn so muss man da auch seine Taktik reinfließen lassen, damit man ja da auf was Richtiges eben geht und sich sagt: Hier, nee, wir machen das jetzt so. Ich glaube, es kann auch jede Einheit nur ein Item bekommen. Was auch nicht so schlecht wäre. In Ungnade fallen. Menschliche Einheiten zählen bei der Berechnung von den Allianzen als herzlos. Unaufhaltsam. Krieger leben nach ihrem Tod 2 Sekunden länger. Haben wir nicht. So, was haben wir? Haben wir nichts davon. Können wir ihm das noch dabei geben? Ne, können wir nicht. Oh, ich wollte auch gar nicht, dass er die Ulti hat, sondern er hier. 13 Gold. Wir sind Stufe 6. Wir sind gerade in Lead. Oh, wir sind gerade vorne. Holy shit, das sieht schon sehr, sehr nice aus, muss man sagen. Also das freut mich. Das ist aber auch von Dota zu erwarten, ganz ehrlich. Also. So, was hat er für Boni? Sehe ich das hier? Sehen wir nicht. Ritter bräuchten wir noch einen mehr, dann kriegen wir nämlich 35% weniger physischen und magischen Schaden. Das ist das Krasse hier bei Ritter. Nicht nur physikalischer Schaden wird reduziert, nein, sondern auch magischer Schaden. Und hier kriegen wir richtig einen rein. Das war viel Schaden. Wir sind nur noch Dritter, Vierter, Fünfter, Dritter. Kein Problem, Niederlage, komme ich mit klar. Hier, den haben wir gleich vielleicht ein Upgrade mit der Terrorklinge. Bei den anderen Sachen müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. So, was macht der genau? Was macht der Troll nochmal? Angriffstempo. Oh, Trolle kriegen aber mehr. Gut zu wissen. Da ist noch ein Ritter. Wir könnten theoretisch auf Level Up gehen. Wie viel brauchen wir denn? 16. Nächste Runde gehen wir auf Level Up. Das ist die Frage. Eher den 4er-Ritterbonus. Machen wir so. Auch unser Damage-Dealer dann weg ist, ja. Aber wir haben jetzt nochmal mehr Schutz. Sie haben jetzt 2er Troll, 4er Ritter. Das sollte potenziell besser sein. Weil der komplette Schaden halt krass reduziert wird, ihr seht. Ritter erleiden 35% weniger physischen Schaden. Wenn sie neben anderen Rittern stehen. Heißt das jetzt, dass nur wenn sie direkt daneben stehen oder halt tatsächlich. Wenn sie, wenn man diesen Bonus hat. Puh. Aber dann müssen wir sie einfach dicht zusammenstellen. Das klappt schon. So. Da kommen wir cornern mal ein bisschen. Sehr schön. Chaos-Ritter.
Luna auf 2. I'll take it. Mir jetzt tatsächlich verkauft. Wieder ein Item bekommen. Warum steht hier noch eine 1 bei? Ah, weil ich das hinten auf der Bank habe wahrscheinlich. Da kam die Ulti von Shadow Demon. Nein, hier heißt er. Ich weiß die Ulti nicht mehr. Geil. Zu lang kein Dota Auto Chess mehr gespielt oder Dota allgemein. Aber das hier hat mich doch wieder angefixt. Sieg gegen Lizzy Jens Orzit.exe. Wir sind momentan aber auch nur Dritter. Nur im Verhältnis. Ah, wir sollten Top 3 sollten wir eigentlich schaffen. Den nehmen wir. Gucker brauchen wir nicht. Oh, der Warrior Roll. Holy shit. Das war natürlich nicht schlecht. Wir wollten auch Level Up machen. Kriegen 4 dabei. Das heißt, 3 müssten wir ausgeben. Sind 15 Gold weg. Haben wir das? Nee. Wir sparen. Wir stehen nicht schlecht da. Wir stehen nicht schlecht da. Bin damit eigentlich zufrieden, wie wir stehen. Gegen Froze 9. Das ist der erste. Da werden wir, glaube ich, gegen verlieren. Ah, Bloodseeker ist da down gegangen. Er hat den Razor. Ne? Razor stehen. Könnten wir schaffen. Weil die Luna halt gut Schaden macht. Das glaube ich auch schaffen wir. Schöner Healer von Omni Knight. Schöner Stun nochmal hinterher. Und wir gewinnen gegen den ersten. Mit Luna mit dem meisten DPS. Ja, Luna war schon immer ein guter Damage-Stealer. Auch in Dota selbst gute Einheit. Kann man gut mit carryen. Sagt Stormy mit seinem gefährlichen Halbwissen. Aber das ist schon echt. Gefällt mir wirklich gut hier. Ist auch gut, dass es hier unten zeigt, wir brauchen noch einen, dann haben wir Human-Bonus. Macht es auf jeden Fall den Einstieg etwas leichter für neue Spieler. So, was haben wir denn hier? Also erstmal mal ganz wenig Platz. Wir können gleich als nächstes Terrorklinge mit draufnehmen. Wenn wir Level Up machen gegen Hunde- und Pferdeshow. Okay, das sind jetzt quasi die Runde 15 auch bei Dota Auto, bei Auto Chess oder Arena of Evolution. Ihr seht, die springen dahinter so ein bisschen wie Assassinen. Aber das sollten wir schaffen. Wir haben Schadensreduktion. Und schaffen das eigentlich relativ gut. Ja, das schaffen wir. Auch wenn wir hier 2, 3 Level 1 noch haben. Die Ritter sind schon echt stark. So, Item. Was bekommen wir? Und ich finde das auch mit den Porten sehr, sehr cool. Ich habe dagegen gewonnen. Das ist schon mal gut. Wir sind auf dem 3. Platz weiterhin. Punktgleich mit jemandem. Jägerfügen, nein. Vorhut. 250 Lebenspunkte. Das finde ich mir schon 70 Schaden von dem Angriff zu blocken. Kapuze des Widerstands. Magieresistenz. Wait. Habe ich jetzt zufällig ein Item bekommen? Okay, das hätte ich sogar auch genommen. Wir haben sehr tankige Items. Muss man so sagen. Das ist schön gewesen. Wir haben jetzt tatsächlich auch Schatten und. Oh, okay, keine Ahnung, was dahinter kommt. Hier haben wir Puck nochmal. Den brauchen wir natürlich auch. Nächste Runde gehen wir auf Level Up. Dann kostet es nur 8 Erfahrungspunkte. Hier kriegt man für 5 Gold 4 Erfahrungspunkte. Braucht aber auch insgesamt weniger. Also alles eigentlich, glaube ich, fast enthalten. Ich meine, nicht ganz wird die Rechnung gleich sein, aber fast. Er hat genau hier. Hat ihn auf 2 und ich glaube, dadurch verlieren wir auch. Wobei, jetzt vielleicht hier die Luna noch gut Schaden rausbekommt. Oh, er hat den Bären. Er hat quasi Druiden. Das ist sowas wie Insekten bei Dings. Dann braucht man nämlich nur 2 der gleichen Rasse, Klasse, wie auch immer, dass dann die nächste Einheit auf 2 Sterne kommt. Aber wir haben es geschafft gegen Dizzy. Dizzy und ein drittletzter Sieg. Sehr schön. 10 Gold insgesamt, 3 Zinsen, eine Siegesserie plus ein Sieg, 5 Basisgold. Wie üblich. Oh, wir hätten ihn, den haben wir aber längst verkauft. Level Up. Wir rollen tatsächlich auch mal. Ich weiß gar nicht, ob das so alles drauf passt. Ache. Ache. Drei Drachen beginnen den Kampf mit vollem Mana. Das heißt, da bräuchten wir noch den Dragon Knight. Da hätten wir aber für Trolle keinen Platz. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drauf gehen.
Einheiten haben wir denn drauf? 7. Wobei, 3 mehr würde genau passen. 3 mehr, dann hätten wir den Fall plus den. Ja, doch, das macht gar nicht so weh. Also doch, das ist. Ja, das machen wir. Solange wir hinten noch ein bisschen Platz haben, können wir das machen. Aber dann haben wir den Troller 4er Bonus nicht. Haben wir beim 2er Troll Bonus. Okay, wir machen das gleich davon abhängig, ob wir erst den 4. Troll bekommen. Oder aber unseren Drachenritter. Bekommen wir den Drachenritter, gehen wir da drauf. Dann haben wir ein bisschen mehr Magieschaden, weil die Ulti eben sofort ready ist. Andernfalls gehen wir auf den Trollbonus. Da haben wir einfach mehr Angriffsgeschwindigkeit mit allen Einheiten. Ausritter, den brauchen wir. Razor brauchen wir nicht. Okay. Dann entscheide ich mich jetzt dagegen. Holen wir einmal Abaddon. Ah, wir haben keinen Platz. Okay. Passt das? 7, 1, 2, 4, 6, 7. Passt. Aber dann auf 2. Schönes Upgrade. Was haben wir jetzt sonst noch? PA, Pistol Maiden. Brauchen wir nicht. Passt. So bleiben wir stehen. Und ob wir ihn auf Level 3 kriegen, ist bis jetzt auch unwahrscheinlich. Sollten erstmal die anderen auf Level 2 bekommen. Und das verlieren wir sogar. Sie hat keinen Lifesteal und sie wird gestunt. Ah, das, der Stun war es. Ah, er hat den Troll. Das ist der dritte Troll. Warlord. Im Englischen. Das ist der vierte Troll-Einheit. So. Egal. Passt alles. Runde 19. Wir stehen mit 81 HP auf Position 1 mittlerweile. Holy shit, gar nicht gesehen. Davon brauchen wir die. Goldzimmer 44, einmal rollen geht. Okay. Dafür locke ich jetzt tatsächlich mal. Weil dann haben wir schon zwei von ihm. Eventuell kriegen wir eine Dreier-Einheit hin. Das wäre gar nicht so schlecht. Wir spielen wieder gegen Dizzyens. Der hat natürlich schon krasse Einheiten vom Level her, ja. Ich denke aber. Er lebt halt noch, das ist so gut. Terrorklinge, die macht so viel Schaden auf, auch wenn er noch Level 1 ist. Ja, nicht so viel, aber schon. Die Luna räumt halt komplett ab mit 3k TPS. Holy shit. Sieg, sehr schön. So muss das sein, das freut mich. So, Dizzyens Ortsit.exe wurde von einer Armee besiegt, hat also auf seinem Brett auch verloren, hat 38 HP und 2 sind schon raus. Wir sind da maximal. Drittletzter können wir werden. Dafür haben wir gelockt. Kaufen wir und rollen mal. Da haben wir tatsächlich jetzt unseren Platz bekommen. Von den anderen brauchen wir nichts. Bei 47. Ja. Ich glaube, so bleiben wir erstmal stehen. Dragon Knight wäre es halt noch. Den habe ich ja noch nicht wahrgenommen, bewusst. Bärenfalle, Beuterunde. Okay, Creep Round. Runde 20 sind wir. Schaffen wir das? Die greifen immer schneller an mit jedem Hit. Okay, jetzt scheint es so, als hätten sie einfach eine unglaublich hohe Angriffsgeschwindigkeit. Stun kommt. Das ist extrem gut gegen die Einheiten. Wir bekommen Items. Hoffentlich was Schönes. Irgendwas mit Lifesteal für die Duna. Das wäre also so nice. Zahn und Glaube. Wilde. Fügen wir den Angriffen ein. Haben wir nicht. Lebensstein, Höhe, Kriminalitätsstufe. Einheiten im Shop werden angeboten. Das. Da haben wir jetzt was Zufälliges gekriegt. Da konnte ich mich nicht entscheiden. Leben oben drauf kriegt er auch noch. Wir sind tanky. Tanky as fuck. Gehen jetzt gleich auf Level Up. Wobei, wir bräuchten 8. 4 mal 20 Gold. So ein random Puck noch mit dabei. Machen wir. Sind wir bei 31 Gold. Das ist okay. Er hat natürlich schon den Dragon Knight. Und er hat doch Viper. Das ist die Strategie, auf die wir so ein bisschen gehen. Der macht uns, glaube ich, tatsächlich recht deutlich nass. Ja. Holy shit. Wer ist das? Husa. Husa mit 71 HP. Übelst OP. Damit fallen wir ganz gewaltig zurück. Das sind viel Schaden. 14 Schaden.
Andererseits bei Arena of Evolution hat man hier 100 HP, bekommt aber gleich viel Schaden, wenn ich das richtig sehe. Ein Schaden für eine Einheit, zwei für eine Zwoer. Team 30, wir rollen mal. Wir brauchen den Dragon Knight. Oh, da ist nochmal Puck. Puck würde ich da drüber sogar sehen. Noch eine Zweier-Einheit, noch eine Zweier. Das waren schöne Upgrades. Holy shit. Mit 27 Gold aber auch nur. Das waren schöne Upgrades. Jetzt müssen wir gleich mal vom Positioning gucken, weil wir stehen jetzt nicht so gut da. Er hat ihn auch auf 2. Terrorklinge. Terrorblade. Jetzt haben sie sich beide transformiert. Aber. Oh, er räumt halt komplett auf. Er hat Lifesteal auf ihm. Was hat er für ein Item? Okay. Mana von Angriffen, das heißt, er hat seine Ulti schneller raus. Sollte man noch ihm geben, tatsächlich. 9 Schaden. Ah, das sieht jetzt nicht gut aus. Wir sind doch nur bei 27 Gold hier. Haut das mit den Taktiken überhaupt hin? Ach, brauchen wir noch 2? Ja. Dann sind wir bei 10 Einheiten, das würde sogar hinhauen. Aber dafür brauchen wir Dragon Knight. Wir kriegen ihn nicht. Wieder nicht dabei. Wurde ich übersehen die ganze Zeit. Puck. Ich roll jetzt mal ein bisschen mehr, weil ich will nicht, dass die anderen mir ihn quasi wegkaufen. So, so bleiben wir stehen. 21 Gold. Gegen One spielen wir. Komm, jetzt müssen wir nochmal gewinnen hier. Kann nicht sein, dass sie uns so überholen und. Luna macht da schon gute Damage. Der Sniper hinten bei denen auch. Das ist ganz oben rechts die Einheit hier. Oh, wir haben verloren. 4 Damage. Knappes Ding tatsächlich. 6 Damage. Ah, wir bekommen 2 Basisschaden noch dabei. Oder weil es ein Bonus war. Das weiß ich jetzt nicht. Haben verloren. Die beiden gewonnen. 24 Gold. Die ersten haben kein Gold. Ich müsste nur ein bisschen mehr sparen. Dizzy hat viel Gold. Spielt das taktisch richtig. Davon brauchen wir erstmal nichts. Jetzt gucken wir mal von der Aufstellung her. Wir stellen es mal so auf. Keine Ahnung, ob das schlimm, gut, was auch immer ist. Ah, den Chaos Knight bräuchten wir auch auf 2 noch. Das wäre ein guter Tank vorneweg. Den Pusa wieder. Nein, der hat uns eben so gerippt. Gucken, ob wir ein bisschen besser jetzt dastehen. Da kam die Ulti von Dragon Knight und der ist auch insane stark. Na, wir verlieren das wieder. Eieiei, das ist noch mehr Schaden, glaube ich. 18 Schaden. Wir sind bei 34 und jetzt müssen wir gleich schon runterkaufen. 2 Runden noch gegen ihn und dann sind wir raus. Das wäre keine gute Runde, aber das ist nicht schlimm. Erstes Match, da kann man sich, denke ich, doch alles erlauben. Wir brauchen einen Dragon Knight. Ganz klar, den Dragon Knight brauchen wir für den Knight Bonus. Chaos Ritter. Auch gut. Kriegen wir nicht. Aber ich kaufe ihn trotzdem mal. Einmal rollen. Ich will eigentlich jetzt nicht mehr rollen. Wir brauchen hier 28, 7 mal 15, 35 Gold bräuchten wir für ein Level Up. Können wir erstmal nicht machen. 35, dann wären wir Level 9 und haben dann aber nicht alle Boni drauf. Oh, Computerrunde, das ist gut. Sollten wir eigentlich schaffen. Die Flattermänner. Aber die sind nicht schlecht. Die sind besser als in dem Mod. Aber das schaffen wir trotzdem. Ja, das schaffen wir. Sehr deutlich sogar. Oder relativ deutlich. Das ist auch cool, wie die Einheiten zurückrennen, die dann wieder gespawnt kommen. Das gefällt mir. Wenn Tudis stirbt, werden alle verbinden. Schlüpfige Einheiten sind Kampf gegen Drachen. Oh, unten war irgendwas anderes mit Dragon. Da war ich. Ah, Dagon war das wahrscheinlich. Komm, Dragon Knight.
Oder er ist ja Knight. Machen wir so. Weiß nicht, ob das besser ist. Auch den Dragon Knight. Ich roll jetzt für ihn. Go for it. Ihn haben wir schon auf 2. Kriegen wir nicht mehr höher. Rollen. Asker. Nee, er kommt nicht. Oder übersehe ich ihn die ganze Zeit? Holy shit, da war eine Luna. Ja, ich weiß. Aber dann haben wir auf 2, ne? Ja. Wir kriegen ihn nicht. Oh, da war noch ein Puck. Das war ärgerlich, der Puck. Den habe ich übersehen. Besser. Wir bräuchten 9 Einheiten. Kaufen wir den. Wir brauchen die 9 Knights und das andere. Also sonst brauchen wir ein Level Up. Wie viel Leben haben wir? 34. Okay. Wir sind bei 19 Gold. Das Level Up sollten wir hinkriegen. Machen wir so. Machen wir so, dass die Ulti schneller kommen. Also jetzt seht ihr gleich, der transformiert sich direkt. Ultis sind schneller da. Quasi instant. Da seht ihr es. Das ist halt am Anfang gar nicht schlecht, der Damage dann. Alter, unser Drache wurde einfach mal komplett weggerippt von einem Item. Ihr habt den Degen gehört, der hat reingeknallt. Ah, er wurde weggesnipert. Aber nur 4-6 Schaden, wenn wir 2 extra kriegen. Ja, ist so. 6 Schaden, das ist okay. Wir sind bei 28. Wir können noch das Level abschaffen, dann haben wir den Dragon und den Ritterbonus. Und natürlich Demon, weil einzelne Einheit, das ist quasi so ein bisschen ähnlich wie Walker. Braucht man eine Einheit für den Pony von. Nächste Runde brauchen wir 30 Gold. Nächste Runde können wir Level Up machen. Machen wir dann auch. Den Sachen können wir nichts anfangen. Okay. So mal ein bisschen hinstellen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wie wir sie aufstellen. In Zappi. Der ist eine Position vor uns. Der hat Warrior dabei, glaube ich, auch zum anderen. Und Assassins. Oh, der hat den Drollwaller, der greift ihn richtig schnell an. Der wird mit jedem Angriff schneller. Das verlieren wir, glaube ich. Der hier ist zu krass. Er hat Stab des Dunklen Königs drauf. Zauberimmun, okay. Das wäre sogar noch besser gewesen, das Item vorhin. Da habe ich. Items kenne ich noch nicht direkt hierbei. Also, das war zu viel zu lesen für mich für den Anfang. Wir sind bei 16 HP. Wir sollten genügend Gold kriegen für Level Up und schauen. Ah, Top 3 wird schwierig. Top 3 wird schwierig. 7 Gold insgesamt. Jo, wir können das Level Up machen. Zwei Gold. Wir haben den Dreier. Bonus. Allein 50% weniger physischen und magischen Schaden werden sie nebeneinander noch drin stehen. Haben wir erledigt. Ich weiß nicht, ob das reichen kann. Es ist auf jeden Fall nochmal ein kleiner Boost. Wir spielen natürlich gegen Pusa, der uns eben 16 Schaden gemacht hat, 18. Irgendwie sowas. Wir schauen mal, ob es weniger oder mehr ist. Wir stehen besser da, wir gewinnen das. Oder? Ne, wir verlieren das. Aber wir kriegen deutlich weniger Schaden. Da war ein Crit von hinten. 6 Schaden. Das ist okay. Wobei, es ist nicht okay. Wir sind Vierter. Ich glaube, wir werden noch nicht weiter nach oben kommen. Aber Vierter ist okay. In der ersten Runde. Komplett neue Steuerung, alles sich zurechtzufinden. Kriegen wahrscheinlich auch keine höhere Einheit mehr hin. Rollen jetzt, bis es nicht mehr geht. Ich hoffe, wir sehen nichts. Okay. Große Dinos, große Belohnung. Oh. Können wir die Runde überhaupt schaffen? Die war bei Mod schon immer sehr stark, aber sieht gut aus. Das schaffen wir auf jeden Fall. So, jetzt muss ich ganz flinks gucken. Blink gucken, Alter.
Mein Hirn hängt wieder nach. Gucken, was wir hier für Items bekommen. Hoffentlich was Gutes. Ich werde jetzt erstmal auf Level achten. Miss Old Curious. Nix dabei, Anti-Mage brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Haben wir verkauft, brauchen wir auch nicht. Okay. Azul Curas, was macht das Ding? Aufgerüstete Held und benachbarte Verbündete haben 15 Angriffsstellen und 10% Rüstung. Benachbarte Gegner haben minus 15. Okay, da haben wir das der richtigen Einheit gegeben. Ähnlich wie bei dem Mod. Ah. 10 Leben. Fliegen wir jetzt raus oder bleiben wir dabei? Ich glaube, wir bleiben dabei. Ja, das schaffen wir. Sehr schön. Da kam nochmal ein Schiff als Stun. Ja, das kommt von dem guten Kunker. Sehr, sehr gut. Ja, wir haben auf jeden Fall Runde 31 geschafft. Nicht schlecht. Das finde ich ist okay tatsächlich. Für die erste Runde. Ich meine, ich bin jetzt nicht ganz unwissend. Alter, ganz unwissend in dem Spielgenre. Alle haben es verloren, außer ich. Ja, haben wir gut gemacht, aber ich glaube, wir fliegen jetzt gleich raus. No joke, also da werden wir gleich definitiv rausfliegen. Da ist nichts dabei. Was wir brauchen noch. Zweimal Puck wäre schon nicht schlecht. Er ist schon nicht schlecht. Kills 16. Ja, 34 Kills, das ist auch geil. Und 41 bei ihm. Holy shit, ist auch nicht schlecht. So. Gegen Fusa. Der wird uns jetzt eventuell raushauen. Ich glaube ja. Oder? Oh, der Schaden ist gut. Von ihm hier, der ist gut. Der Schaden ist gut. Er hat noch einen Kill mitgenommen. Das schaffen wir vielleicht sogar. Also wir kriegen auf jeden Fall keine 8 Schaden. Es sind nur 2 Einheiten. Aber die haben Schutz. Ja, das schaffen wir. Sehr stark. Luna und die 3 haben natürlich. Und Karius Ritter. Okay, die 4 haben guten Schaden geleistet. Sehr schön. Das war eine gute Teamleistung. 10, 26, 32, 64 HP. Ah, wir sind. Ja, wir haben kein Potenzial mehr. Außer wir kriegen jetzt Lucky Pucks. Dem ist nicht so. Kein Gold. Nichts geht mehr. Aber ich denke, wir haben uns nicht schlecht geschlagen für die erste Runde. Am 6er dritter Bonus. Den 3er Drachenbonus. Haben wir ihn. Da oben. Und den Demon-Bonus, der ja nur für eine Einheit gilt, hätten wir 2 Demons drauf, wäre der Bonus weg. Oh, Puck wurde da hinten weggekrittet. Ja, das ist nicht gut. Aber sieht gar nicht schlecht aus. Wir schaffen das, recht deutlich sogar. Wir spielen gegen One, schauen mal auf dem anderen Brett vorbei, haben gegen ihn gewonnen und er ist hinter uns. Holy shit, können wir die Top 3 schaffen? Oh, das wäre so schön. Das wäre so gut. Aber jetzt spielen wir gleich bestimmt gegen Pusa und er wird uns Damage machen, wenn er ein Upgrade hat. Enigma 5er Einheit brauchen wir nicht. Vielleicht brauchen wir sie schon, aber ich sehe es nicht so. Wir haben Pech. Wir kriegen nicht das, was wir brauchen. Haben auch kein Goldrücklagen mehr. Wobei, das haben die anderen auch nicht. Runde 34. Ganz schön lange überlebt. Dafür, dass wir die erste Runde spielen. 10 Leben. Zeit in den Fahrten hängt unser Leben. Gegen One. Wir das schaffen. Schiff kommt. Schiff ist gut, es dann kommt. Aber wir schaffen das. Ohne jetzt zu optimistisch sein zu wollen. Sehr deutlich sogar. Wir stehen, also jetzt wo unsere Taktik steht, stehen wir nicht schlecht. Und das ist eine raus. Wir sind Dritte, Leute. Wir haben gegen One gewonnen. Spielen bei Zeppi auf dem Feld. Zeppi gewinnt aber gegen uns. Das wären sogar 6 Schaden. Runde 35, Creep-Runde. Ich weiß nicht, was auf uns jetzt zukommt. Ich tippe fast Splash-Damage. Wir stellen gleich wieder anders auf.
glaube nämlich, dass das jetzt hier so eine Runde ist wie. Oh, schön. Wie gegen den Drachen. Jo, es wird warm. Ich glaube, er hat Splash Damage. Ich hoffe, wir fliegen jetzt nicht raus. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ne, das schaffen wir. Okay. Glück gehabt. Sehr schön. Item. Was nehmen wir für ein Item? Was kriegen wir krasses? Daedalus, Angriffsschaden. Jo. Ich muss noch umstellen. Jetzt geht das hier nämlich gleich schief, wenn ich mir zu viel Zeit lasse. Das Item müssen wir auch noch vergeben. Nix dabei. Okay, machen wir so. Und geben hier noch Leben dabei. Das Item sollte nicht schlecht sein. Das ist ein Grid-Item. Das heißt, wenn er jetzt transformiert ist, macht er ja viel Schaden. Könnte er noch ein bisschen mehr Schaden machen. Oh, der hat den Dragon auf 2. So, jetzt muss er durchziehen hier. Er muss durchziehen. Der hier. Powerklinge. Er muss jetzt durchziehen. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wir sind aus. GG, wir sind Dritter. GG, well played. Gegen Pusa haben wir verloren. Hatte dann, glaube ich, hatte er 10 Einheiten drauf. Könnte sein. 24 gewonnene Runden. 260.000 verursachter Schaden. 256 Gold. Platz 3. So viel dazu. Das war die erste Runde. Das kommt bei Vorschau. Okay. Das war die erste Runde zu Dota Underlord. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. PC-Variante mag ich tatsächlich auch sehr gerne, also die originale Mod. Aber ich weiß, dass wenn Valve was entwickelt, dass das sehr, sehr gut werden wird. Und von daher bleiben wir hier vielleicht auch mal am Ball. Lasst mich euer Feedback gerne wissen. Gefällt euch das Ganze? Gefällt es euch nicht? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie man das spielen kann, kann ich euch da auch gerne ein Video zu machen. Lasst mich das auch wissen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut, bis dahin und ciao. Und vergesst nicht zu abonnieren.